Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Patrick von eurem Edumio-Team. Heute habe ich für euch einen sehr spannenden Interviewausschnitt aus dem chronischen Infektionskongress mit Sören Schumann und Benjamin Weidig rausgesucht. Sören Schumann ist ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und Autor. Benjamin Weidig ist Buchautor, ganzheitlicher Gesundheitscoach und YouTuber. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich als Spezialist im Bereich Naturheilkunde mit den verschiedenen Bereichen der ganzheitlichen Gesundheitstherapie. Im Interview stehen die Unterschiede zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin im Fokus. Benjamin vergleicht Ursachen und Symptommedizin miteinander und geht dabei auf das Thema Angst im schulmedizinischen Sektor ein. In dem Interviewausschnitt gibt Benjamin sehr konkrete Beispiele zu genau diesen Themen. Zusätzlich sprechen beide ausführlich über Antibiotikatherapie bei Infektionen und erklären den Unterschied zwischen Antibiotikern, die in der Schulmedizin genutzt werden, und den sogenannten natürlichen Antibiotikern, wie zum Beispiel Oreganoöl und kolloidales Silber. Neue spannende Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß! Was ich eben darstellen möchte mit diesem Zitat, ist der Unterschied von Schulmedizin und ursachenbekämpfender Naturheilkundemaßnahmen. Weil meistens wird beides in einen Topf geschmissen im Sinne von, ja, man hat eben eine Krankheit und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt Medikamente oder man macht irgendwelche Einläufe oder nimmt Supplements oder wie auch immer und man stellt es auf eine Stufe. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche bedeuten würde, nur ein bisschen andere Ansätze. Und dem widerspreche ich vehement. Also für mich könnte der Unterschied nicht größer sein zwischen Medikamenteneinsatz und sinnvollen Naturheilkundemaßnahmen, weil es eben immer darum geht, Symptome versus Ursachen zu bekämpfen. Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Jemand hat einen zu hohen Cholesterinwert. Was auch immer ein zu hoher Cholesterinwert bedeutet, da stecken ja auch wieder sehr viele verschiedene Basisannahmen drin, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, jemand ist 45 Jahre, macht einen Check-up beim Arzt und findet heraus, er hat einen sehr hohen, überhöhten Cholesterinwert und bekommt dafür natürlich ein Standardmedikament, einen Cholesterinsenker. Nimmt den ein paar Wochen lang und der Cholesterinwert sinkt dann auch tatsächlich. Und die Schulmedizin würde dann sagen, dass das ein Erfolg ist. Ja, sie würde von einem Erfolg oder sogar von einer Heilung sprechen. Ja, man hat die Krankheit im Griff. Häufig sagt man ja auch, ja, die Medikamente wurden richtig eingestellt. Das finde ich auch immer eine sehr schöne und spannende Beschreibung. Und Cholesterin, wenn man das jetzt einfach mal als Beispiel nimmt, hat natürlich viele Funktionen auf unseren gesamten Körper. Ja, unser Gehirn besteht in Trockenmasse zu einem relativ großen Anteil aus Cholesterin. Cholesterin ist die Vorstufe von den Sexualhormonen. Also wir brauchen Cholesterin, um Testosteron herstellen zu können. Die Moleküle sehen sehr ähnlich aus. Also es ist quasi eine Art Prohormon. Und wir brauchen einfach für unser gesamtes Hormonsystem ist Cholesterin unverzichtlich. Das heißt, wenn jemand Cholesterinsenker konsumiert, dann hat es in der Regel sehr viele Nachteile, ja, Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die meisten, die Cholesterinsenker genommen haben, wissen, dass das Energieniveau ein bisschen nach unten geht und dass zum Beispiel häufig auch die Libido sehr stark sinkt. Also das heißt, das sexuelle Verlangen kann nach unten gehen und auch die Durchblutung etc. Das heißt, wenn jemand sowieso schon vielleicht nicht die beste Durchblutung im Körper hat und in, sage ich mal, in Richtung Impotenz neigt, dann kann er durch den hohen Einsatz von Cholesterinsenkern auch wirklich impotent werden. Ich kenne selbst einige Fälle, bei denen einfach das Sexualleben nicht mehr funktioniert hat, seit der Mann Cholesterinsenker konsumiert hat. Also, das heißt, die Schulmedizin sagt, du bist geheilt oder die Krankheit ist im Griff, weil du hast wieder einen guten Cholesterinwert. So, wenn es jetzt aber darum geht, der Unterschied zwischen am Leben und lebendig, dann geht es ja eben genau darum. Am Leben zu sein bedeutet einfach nur, du bist nicht physisch tot. Dein Körper existiert, ich sitze jetzt gerade vor dir, wir sind beide am Leben. Ja, am Leben zu sein ist aber nicht gleichbedeutend mit lebendig zu sein, sondern lebendig zu sein bedeutet, du hast eine ganzheitliche Gesundheit. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Man muss es einfach sehr simpel betrachten. Die Symptome, die man hat, sind ja meistens eine Folge von Sachen, die vorher geschehen sind. Ja, also wir haben Punkt A, eine Ausgangsbasis, machen irgendwelche, haben eine bestimmte Ernährungsweise, Lebensweise, daraus folgt Punkt A, daraus folgt Punkt B, alles, ja,
bedingt sich gegenseitig. Und jeder, der zum Beispiel vielleicht noch ein bisschen an den Mathematikunterricht in der Schule zurückdenkt, der weiß, dass ich natürlich, wenn ich eine Rechnung verstehen will oder wenn ich auch eine Formel verstehen will, dann muss ich immer am Anfang ansetzen. Ich muss die Basisannahmen überprüfen und verstehen und dann logisch herleiten, wie komme ich von A nach B, von B nach C, von C nach D. Wenn ich jetzt eine Kette habe von A bis K oder M oder Y und ich fange irgendwo bei O an, dann kann das, was am Ende rauskommt, natürlich immer nur voller Fehler und Trugschlüsse sein. Und genau das macht die Schulmedizin bei vielen Methoden, die sie anwendet. Was viele nicht bedenken, ist, wenn ich zum Arzt gehe und ich bekomme einen gewissen Satz, zum Beispiel, Sie haben Krebs. Oder jetzt auf diesen Kongress gezogen, Sie haben die Infektion XY. Ja, dann sehen die Leute meistens erstmal nur diesen Satz. Sie sehen einfach nur diesen Satz, oh, ich habe Krebs oder ich habe Candida oder ich habe das. Allerdings ist es so, dass wenn in der Schulmedizin man gewisse Diagnosen enthält oder wenn ein Arzt solche Aussagen trifft, dann steckt da viel mehr dahinter. Das heißt, es steckt immer indirekt in diesem Satz, Sie haben Krankheit XY, egal um welche Krankheit es geht, steckt immer eine gewisse Basisannahme drin. Das heißt, die Schulmedizin sagt, okay, Sie haben diese Krankheit XY, weil zum Beispiel das ist genetisch bedingt oder weil ein böser Virus Sie überfallen hat. Das ist die eine Sache. Auf der einen Seite die Basisannahme steckt drin und es steckt natürlich gleichzeitig die Therapieempfehlung drin. Also in dem Satz, du hast die Krankheit XY, steckt auch drin, dagegen gibt es dieses Medikament. Also es ist immer eine Basisannahme, die getroffen wird und eine Therapieempfehlung, die getroffen wird. Und was viele Leute einfach nicht bedenken, wenn sie zum Arzt gehen, ist, dass die Aussage an sich, also die Diagnose, Sie haben diese Krankheit, zwar richtig sein kann, das bedeutet aber nicht, dass automatisch auch die Ursache, die Beschreibung der Ursache richtig ist und die Beschreibung der optimalen Therapie richtig ist. Und wenn man diese Sachen nicht beachtet, dann kommt man natürlich schnell in einen Teufelskreis, in dem man dann sich mit Medikamenten vollpumpt und dann eigentlich erst durch diese Aussage, du hast Krankheit XY, in die Krankheit mit reingerät. Wir haben ja vorhin schon Antibiotika angedeutet, das ist auch, dass man ein bisschen genauer zu betrachten gilt. Was ist denn deine Meinung? Macht jetzt eine hochdosierte und auch langfristige Antibiotika-Therapie auch gerade bei chronischen Infektionen Sinn? Ja, für den Arzt, der das Antibiotika verkauft. ja, man muss natürlich bedenken, also es kommt immer darauf an, was will man erreichen. Die meisten Antibiotika, also allein schon dieses, ich mag zum Beispiel nicht den Begriff natürliche Antibiotika, also diese Antibiotika-Alternativen, weil es erweckt den Eindruck, dass beides mehr oder weniger gleich wäre. Ja, wir haben einmal Antibiotika-Medikamente und dann haben wir Sachen wie Oreganoöl oder kolloidales Silber oder sonstige Sachen, die man als natürliche Antibiotika häufig bezeichnet in der Szene. Aber beide haben für mich, das ist wie lebendig und am Leben sein, eine komplett andere Wirkungsweise. Die meisten Antibiotika sind darauf ausgelegt, nicht eben alle pathogenen Erreger zu zerstören, sondern eher das Immunsystem zu unterdrücken. Ja, das heißt, erstens mal, die Reaktion wird einfach unterdrückt. Deshalb geht es uns im ersten Moment besser. Aber langfristig breiten sich meistens andere Erreger dann nochmal stärker aus. Auch wenn ich jetzt irgendein Antibiotika nehme, was für irgendwelche speziellen Bakterien wie eine Atombombe wirkt und ich dann aber gleichzeitig mein gesamtes Darmmilieu zerstöre und sich dann andere Pilze, wie zum Beispiel Candida, ausbreiten, toll, dann habe ich eine Krankheit mit einer anderen Krankheit ausgetauscht. Die Sachen, die man als natürliche Antibiotika bezeichnet, also die ich jetzt persönlich so nennen würde, basieren immer darauf, dass sie unser Immunsystem stärken, ja, dass sie einfach unserem Immunsystem Waffen geben, um damit intelligent die Erreger angreifen zu können. Zum Beispiel weiß man aus der Forschung, dass unsere eigenen Immunzellen auch in gewissen Mengen Wasserstoffperoxid, H2O2, oder CDL, Chlordioxid, produzieren, um damit pathogene Erreger abzutöten. Also alleine, wenn man diesen Umstand bewusst ist, ist es schon sehr skurril, überhaupt diese Mittel in den Bereich von
in den Bereich der Toxizität zu bringen oder einfach per se zu sagen, dass es giftige Substanzen sind, wenn unser Immunsystem es selbst produziert. Und alle Sachen, die unser Immunsystem fördern, wirken eben auf einer anderen Ebene. Ja, sie greifen nicht einfach den gesamten Körper an oder unterdrücken eine Reaktion, sondern sie geben dem Immunsystem einfach Werkzeuge. Man kann sich das Immunsystem wie eine Armee vorstellen, und wenn ich dieser Armee dann auf einmal gute Waffen und Ausrüstung gebe, hat es natürlich bessere Chancen, den Feind, sage ich mal, wenn wir das jetzt aus Kriegsperspektive betrachten, niederzumachen und den Krieg zu gewinnen, als wenn ich einfach nur sage, hey, ich duck mich und ihr könnt mich nicht mehr sehen und deshalb bin ich jetzt geheilt. Wenn man sich näher mit Parasiten aller Art beschäftigt, und ich persönlich habe eine sehr breite Parasitendefinition, also ich würde alle, egal ob Mikroorganismen oder größeren Organismen, die einfach nicht mit uns in Symbiose leben, sondern unserem Körper in zu großer Menge schaden, die würde ich als Parasiten bezeichnen. Und es wird, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird einem klar, dass diese Organismen sehr intelligente Maßnahmen entwickelt haben. Das heißt, einfach zu glauben, ich mache einen einzigen Schritt, eine Therapie, ein Medikament oder auch in diesem Fall zu sagen, einen einzigen Nährstoff, das wäre genauso abstrus. Mhm. Und damit habe ich die Infektion geheilt. Das ist einfach sehr unrealistisch, weil damit unterschätzt man die Intelligenz von diesen Mikroorganismen. Das sind teilweise, oder auch Candida, Pilze etc., das sind teilweise Organismen, die es seit Millionen, Milliarden von Jahren gibt, die teilweise älter sind als der Mensch und die sehr viele Mechanismen entwickelt haben, um eben ihre Form zu ändern, von einem Organ in das andere Organ zu wandern. Viele von den ganzen Parasiten sind Hungerkünstler. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ja, ich faste jetzt mal 2 Tage und dann sind die alle weg, sondern wenn man diese Intelligenz von Parasiten versteht, dann versteht man auch, dass der einzige gute Ansatz, um damit fertig zu werden, nicht irgendwie eine Atombombe oder eine einzige Therapie ist, sondern dass man langfristig einfach sein Immunsystem so gut stärken muss über Monate und Jahre hinweg, dass es einfach immer ungemütlicher für diese ganzen Parasiten wird. Und dann wird man auch sehen, dass es einem immer besser geht, das Immunsystem steigt und diese ganzen Erreger den Körper verlassen. Das war's mit dem heutigen Video. Hoffentlich hat es dir genauso gut gefallen wie mir und konnte offene Fragen beantworten und für Klarheit sorgen. Willst du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem YouTube-Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasse uns gern auch Kommentare und teile deine Erfahrungen mit Infektionen. Wie ist deine Geschichte? Welche Erfahrungen hast du mit Infektionen gemacht? Wie hast du sie behandelt? Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video.